Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren LS15-Bestellung Nummer 76, genau. Ihr seid schon vor mir, was richtig feines, schickes. Es geht wieder um ein Silo-Arbeitsgerät und zwar ein ganz spezielles vom BM Modding. Das letzte aus ihrem Advent-Special quasi. Ich bin jetzt bei der Aufnahme. Es ist kurz vor 20 Uhr Sonntagabend, 20. Dezember wurde das Ding gerade vor ein paar Minuten released. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken auf das. Prost, Freunde. Und ja, wir haben ein paar Tage Weihnachten und die schließen das wirklich gebührlich ab, sag ich mal. Also alle Achtung. Ich würde sagen, bevor wir hier groß reden, schauen wir mal in den Job und zwar eben in der richtigen Kategorie. Kategorie Mods diverses, Freunde, müsst ihr reingucken und da seht ihr auch schon BM Modding, Rack, Magna, Silage, Verteiler, so irgendwie spricht man das aus. Benötigte Leistung 125 PS, das ist nicht viel, allerdings würde ich empfehlen, doch einen größeren Schlepper vorspannen, weil, jetzt kommt's, ihr braucht auch dieses. Also das Silageschild ist gleichzeitig das Vorspanngerät quasi für den Silo-Verteiler. 2,5 Meter Arbeitsbreite, ja, das ist eine schöne saftige Breite, das passt schon. Mit einem Silageverteiler lässt sich das Gras im Silo besser verteilen. Hierbei handelt es sich um eine Spezialanfertigung für das Multifunktionsschubschild von Röber. Es steht hier eben ganz klar in der Nutzungsbeschreibung drinnen, dass man eben dieses Schubschild hier braucht, Schrägstrich Silageschild, es ist das gleiche. Doch, der Preis, das ist, ach was, für das das hydraulisch betrieben ist, das ist gar nichts, das sind Peanuts, Freunde, ihr wisst das. 3.500 Euro, das ist einfach nichts. Hätte ich zwar gerne privat auch im Konto, aber man kann nicht alles haben. Ja, gut, Shop, passvolle Punktzahl, Bild mit BM Modding, Logo drunter, Originallogo von REC, also alles schick, alles schön. Richtig, richtig fein. Ja, es sieht gefährlich aus mit dem Messern. Wenn man sich nachher dreht, auf alle Fälle einen Schritt zurückgehen, weil da muss man schon einen Sicherheitsabstand einhalten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Dinger sind auch scharf. Ich hoffe, es funktioniert jetzt hier. Wir sind wieder hier in meinem Fahrsilo vom letzten Mal quasi. Da habe ich gar nichts hinzugefügt. Okay, jetzt muss ich mal die Kamera justieren hier. Ich glaube, so wird es irgendwie recht. Hoffe ich zumindest. Naja. Ah, wieso springt das so hoch? Naja, gut. Wir lassen es einfach so. Ist ja wurscht. Bin ich halt größer als 1,90. Egal. Ja. Ihr seht selber, es sieht hier relativ unspektakulär aus. Der Lichttest quasi zeigt, ja okay gut, hier ist das bisschen, hier sieht man so eine Struktur, aber das ist völlig egal, weil wirklich aufs Detail geachtet wurde. Das muss man schon mal anmerken. Ja, fein eigentlich, fein, fein, fein. Ich will ja nicht drüber latschen, ich will nicht drauf gucken, weil, ja, schneiden will ich mich nicht. Weil der Fälle sehr, ja, ich würde jetzt fast behaupten, hochauflösend, nicht ganz, also so quasi 720p, wenn man das jetzt mal so vergleichen dürfte. Ich finde es auf alle Fälle sehr, sehr nice. Ja, noch kurz dazu, das Ding wird hier angekoppelt. Also das ist ganz normal das Schild und jetzt werden wir das mal testen, mal Hood einblenden. Dann fahren wir mal ran an das Ding. Ich habe schon Motor gestartet und hier vom Händler abgeholt. Dann fahren wir hier mal ein Stück ran, dann leicht leuchtet das Ankupplungssymbol auf. Zack, und ist jetzt selber, das Schild wird zurückgeklappt. Hier wird ein Hydraulikzylinder hinzugefügt und die Stützen werden hochgefahren. Alles schön und gut. Wenn man das jetzt runterlässt, okay, absenken, da muss man das Schild wieder auswählen. Hier ist jetzt selber, jetzt ist das Schild ausgewählt. Jetzt kann man es absenken und jetzt sollte das auch funktionieren. Obwohl, Moment, nee, da stimmt das nicht. Weitere Möglichkeit mit der Maus. Ja, so wollen wir das haben. Mit der Maus, Freunde, kann man das Ding auch richtig, richtig geil benutzen. Oh, das mit den Füßen geht sich hier knapp aus. Man kann hier auch die Neigung verstellen. Das ist sehr, sehr schön. So wollen wir das sehen. Ich werde das jetzt einfach mal aus verschiedenen Kamerawinkeln das mal betrachten, dass wir hier ein bisschen sehen. Das sind ungefähr, keine Ahnung, was sind das, 30 Grad Neigung? So, 45 sind es nicht, vielleicht sind es 30, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehr, sehr geil. Ja, mit der rechten Maus, das geht nichts, also nur mit der linken Maustaste rauf und, also rauf und runter, so ist richtig, und eben mit links und rechts die Neigung verstellen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr fein, weil wenn wir eben das als im Gesamten absenken, macht das ja wenig Sinn, weil dann das Schild aufliegt. Wir wollen ja nur, dass die Walzen aufliegen.
und nicht eben das ganze Schild. So, jetzt schalten wir das Ding mal ein. Es dreht sich eben in diese Richtung, so ist es richtig. In der anderen Richtung wäre es falsch, weil dann würde es ja in den Boden reingraben und quasi würde sich mit den Schaufeln, unter Anführungszeichen, ja, sozusagen reingraben ins Silo. Das wollen wir nicht. So, wir probieren das Ganze. Ich werde jetzt mal eine niedrige Tempomatstufe wählen. Nein, das ist mir noch zu schnell. Ich will hier, hallo, bin ich jetzt schon komplett behindert? Ja, anscheinend. Genau, jetzt habe ich es. 5 km/h wollen wir. Und da werden wir das mal runterpacken. Ihr seid selber, das ist auch schön animiert hier. Also da kommt auch eine Animation zum Vorschein. Es funktioniert wirklich gleich auf Anhieb quasi. Also richtig geil. Man muss hier ein bisschen, man darf es nicht mit Gewalt runterdrücken, Freunde, weil sonst hebt sich das ganze Schild ein bisschen. Das ist dann nicht so prickelnd. Weil es gräbt sich halt nicht. Es ist eh die Kollision schon etwas zärtlich eingestellt, sage ich jetzt mal bei dem Ding, wenn man so sagen will. Ihr seid selber, jetzt greift es voll. Jawohl, Freunde, so wollen wir das sehen. Oh, das Ding ist wirklich geil. Es dient hier ja quasi zur besseren Verteilung der einzelnen Silagehaufen quasi. Ob es wirklich jetzt im Spiel tatsächlich eine fette Wirkung hat, so, wenn man das jetzt so sagen darf, ich weiß es nicht, aber es ist eine nette Zusatzfunktion, weil man kann ja das Ding hier einfach, ich will den Vollgas, hallo, man kann es einfach wirklich schön nutzen. Es macht echt Spaß damit, würde ich jetzt mal sagen. Die Animation ist, oh, die ist richtig geil. Ich hätte mir da viel, ich habe da mal ein Video gesehen, ein bisschen mehr würde ich jetzt sagen, wäre vielleicht auch noch gegangen von der Animation, dass es richtig um die Walze rumgeworfen wird. Das wäre stellenweise irgendwie auch ganz schick gewesen. Aber weniger ist bekanntlich mehr. Ja, an der Stelle finde ich schön, dass das jetzt so geklappt hat. Ich habe mich jetzt selber ins Ungewisse gestürzt und finde es geil, dass das hier so tadellos klappt. Einmal schauen wir uns das noch im Stand an. Oh yeah. Ja, Freunde, ich werde ja ein bisschen erotisch hier schon, wenn ich das sehe. Nein, ich finde es echt cool. Das ist ja nice. Ja, an der Stelle würde ich sagen, sind wir durch. Noch ein paar Worte zum Abschluss und quasi auch zum Jahresabschluss jetzt kurz. Das war die letzte Mod-Vorstellung, vermute ich. Es kann sich natürlich alles noch ändern. Ich habe keine Ahnung, ob noch irgendein fetter Mod kommt oder nicht. Ich bin da leider nicht irgendwie in einem News-Verteiler drin oder so. Wer ist das schon? Ja, auf alle Fälle, das ist vorerst die letzte Mod-Vorstellung für 2015. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. 2015 euch mit mittlerweile 76 Mod-Vorstellungen euch Mods näher zu bringen. Hab stellenweise richtig gute Resonanz bekommen. Beim letzten Video, noch kurz als Anmerkung, hat sich auch BM Modding bei mir gemeldet in den Kommentaren. Das finde ich echt geil. Das hat mich sehr gefreut, auch wenn es jetzt... ja, das war eigentlich eine Kritik, sage ich jetzt mal. Was heißt Kritik? Sie haben einfach angemerkt, dass das nicht so ist, dass ich da quasi eine kleine falsche Information verteilt habe. War nicht meine Absicht, weil ich eben gesagt habe, nehmt den Silage, Improved Bunker, bla bla bla. Den Mod müsst ihr rausnehmen, dann funktioniert es tadellos, weil es bei mir nicht hingehauen hat. Jetzt habe ich halt geglaubt, es ist so, aber sie haben gesagt, es ist nicht so. Die haben gesagt, genau. Also in dem Sinne, checkt mein letztes Video ab für das Silageschild. Also das Ding hier, was hier am Traktor angekoppelt ist. Und ich würde sagen, habt eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und ja, genießt die Zeit mit eurer Familie. Einen guten Rutsch auch und ja, ein abschließendes Danke-Video und Review, Rewind, YouTube Rewind gibt es ja schon. Was bei mir 2015 alles abging, kommt in den nächsten Tagen auf alle Fälle passend noch, bevor der 31. hier anklopft. Aber soweit wollen wir nicht vordenken, 24. auf das wollen wir uns konzentrieren. In dem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Mal oder bis ins nächste Jahr. Tschüss, ciao und bye bye.